Hallo und willkommen zu Darkest Dungeon Part 64. Ich bin's mal wieder, euer Affenkönig Dämlich. Ja, und das letzte Mal sind sage und schreibe 3 Leute vor die Hunde gegangen. Sowas gibt's ja nicht. Ja, und der Part war auch ziemlich lang. Wir haben für einen mittleren Dungeon 60 Minuten gebraucht. Mein lieber Scholli, das kann sich hören lassen. Ja, und dann kam auch gleich diese Message hier. Herr, ihr hört, Nachschub. An der Brücke trifft der Verwalter auf eine jubelnde Menge und gibt dichtem Nebel und einem vorverlegten Arbeitszeitpunkt als Gründe für sichere Ankunft des Wagens an. Vorratskosten minus 50% und Rationskosten minus 50%. Das hört sich ja schon mal gut an. Ja, dann bin ich natürlich in die Kutsche gegangen und hab geguckt, wer sitzt denn da drinnen? Eine Antiquarin Stufe 1. Die Laila, pass auf. Die habe ich eingestellt. Dann habe ich eingestellt noch 2 Level 3 Leute. Otto Trinkfest und eine Pestdoktorin Fräulein Gerda. Ja, hahaha. Und ihr seht schon, ich habe die Leute hier mal ausgewählt. Denn ich würde gerne einen mittleren Dungeon machen, einen Lehrlingsdungeon, um mit der Antiquarin vielleicht, weil man entdeckt ja da viele Räume, habe ich gehört, und kriegt auch Geld und darum soll es gehen. Und wir wollen die Krankheit eindämmen. Dämme die Krankheit ein. Viele Kutscher fanden auf dem Pfad durch den Wald den Tod. Kürzlich wurde Medizin dort zurückgelassen. Diese wäre für den Wiederaufbau des Dorfes hilfreich. Ja, vielleicht finden wir die Medizin ja. Wir gucken mal, was da so alles passiert. Es wäre doch gelacht, wenn wir das hier ja nicht irgendwie hinkriegen würden. Ja, ja, das sage ich wahrscheinlich jedes Mal und dann... Ja, ja, und dann gucken sich 3 Leute der Radieschen von unten an. Das ist doch echt... Es war ja wie verhext im letzten Part. Selbst die kleinsten Kämpfe haben uns sowas von mitgenommen. Also, ich war da selbst Rudi ratlos, was da passiert ist. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Also, klar, ich habe jetzt hier 2 Stufe 1er mit und 2 Zweier. Aber ich denke doch mal, dass das zu schaffen ist. Our land is remote and unneighbored. Every lost resource must be recovered. Das ist auch das erste Mal seit etlichen und zu guter Letzt etlichen Parts, dass meine Antiquarin hier in der Kutsche sitzt. So, die Ingrid ratlos. Oh, wir haben ja keinen dabei, der besonders resistent gegen die Fallen ist. Da ist noch unsere Ingrid ratlos, die, ja, die beste, könnte man sagen. Da wollte ich mal noch ein paar Fähigkeiten ändern. Das weg. Heilung rein. Ermutigender Dunst. Auch nicht schlecht. Ach, ich mach mal das Blendgas mit rein. Weil wir müssen unsere Vorteile hier nutzen. Gut, gut. Und dann wollen wir sehen. Ja, und falls ihr euch wundert, warum mein guter Raphael hier vorne steht, der kann ja mit angreifen und auch heilen von der dritten Position. Und der teilt mehr Schaden aus als unsere Ingrid. Oder hatte ich da was? Nee. Wollten wir kurz schauen? Nee, plus 20 Schaden-Nahkampffähigkeiten. Nee, da machen wir die Ingrid 1 vor, ganz klar. Dann machen wir das doch so. Okay, auf geht's. Kommt gleich der erste Kampf. Ja, ja, das sind sie schon. Und die können wir ja nicht zum Bluten bringen, so viel wissen wir. Blendpulver, Gifthauch. Ja, komm, wir versuchen die mal alle zu vergiften, die Hunde. Meine Augen sehen jede Schwachstelle. Sehr schön. Machen wir sie gleich weg. Another abomination cleansed from our lands. Oh, seltene Antiquität. Schön.
Aber wir dürfen nicht vergessen, wir müssen ja die Medizin dann auch mitnehmen, wenn wir sie denn finden. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Wird nicht allzu viel Platz sein für die Erbstücke. Oh nein, Pilzschaber und Schädelsack, Spinnen, die sind auch wieder mit von der Partie, natürlich. Natürlich, Blendpulver. Ah. Da wollen wir auf Angriff gehen. Ja komm, ich will mal gucken, was die Antiquarin hier kann. Ah, leider nur eine 4. Ah, Tristan, verfehlt. So, die Spinnen vielleicht vergiften. Ja. Klappt. Dann tun wir den mal ein bisschen schwächen. Solange wir noch nicht heilen müssen, ist das alles noch eine Option. Wollen sie uns vergiften? Ah, zum Glück zweimal widersetzen. Ah, schön. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt in der Runde. Sehr schön, alle beide betäubt. Wunderbar, Raphael, wunderbar. Okidoki. Dann kannst du jetzt weitergehen, vielleicht nochmal vergiften. Da hinten die eine. Jawohl. Sehr gut aus. Dann könnten wir doch jetzt so ätzende Dämpfe, Blendpulver. Vielleicht stehen hier Blinden. Ah, hat nicht gefunzt. Oh nein! Tristan, verfehlt! Das ist nicht gut. Da brauchen wir da schon heilen bei der. Naja, komm. Wir fangen mal an. Slow death. Unforeseen. Unforgiving. Gut, markieren sie uns wieder. Ja, jetzt wird er angegriffen. Obwohl er die Schwäche noch hat. Pilzschaber. So, jetzt kann er von mir aus langsam mal drauf gehen. Masterfully executed. Ja, schön Crit gemacht. Das ist gut. Ja, und er ist betäubt. So, jetzt. Ja, es funktioniert. Die Taktik geht auf. Immer schön vorsichtig, auch bei den kleinen Kämpfen und den kleinen Dungeons. Man sollte hier nichts überstürzen. Das wäre nämlich Quatsch. Ah, er hat doch noch mal getroffen, schade. Ja, für ihn hat sie es jetzt eh erledigt. Jetzt brauchen wir eigentlich nichts machen, oder? Ich könnte mich natürlich nochmal beschützen lassen hier. Gehen wir noch auf die Heilung. Ja, auch keine Blutung. Sieht gut aus. Er ist jetzt eh hinüber. Wir heilen uns voll. Sammlerstück von geringem Wert. Naja, Hauptsache irgendwas. Im Grunde genommen ist es ja egal. If only treasure could Jade und Wappen. Otherworldly corruption. Wollt mal gucken, wie wir denn am besten laufen. Wir müssen ja überall lang. Die Medizin müssen wir erfinden. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Aber es scoutet nicht. Nein, die Geister befehlen mir es zu tun. Ach, diesen Tick hat sie sich also schon, hat sie schon mitgebracht sozusagen zu uns.
Ich überlege gerade, ob ich die Raphael trotzdem vorhole und unsere Antiquarin hinterstelle. Ob die, was die denn so kann von der vierten Position. Kann die alles von der vierten? Oh ja. Dann machen wir das nämlich so. Das werden wir nämlich tun. Ja, und es scoutet. Das ist doch schön. Wenigstens ein kleines Stückchen. Ne, das machen wir. Dann tun wir die jetzt mal... Ach, ich Ochse. Dann tun wir sie jetzt mal hinterstellen. Aber... Ah, jetzt muss ich mal gucken. Ne, vielleicht doch nicht die beste Idee. Ne, das war Quatsch, weil unsere Ingrid kann nicht so viel von der zweiten Stufe her. Zweiten Position, da bringt das nicht so viel. Schade. Naja, gar nicht so verkehrt gewesen. Aber na gut. Gucken erstmal weiter. Ja, esst erstmal was, meine Freunde. Einmal rasten können wir ja eh. Rucksack wurde bereits geplündert. Na, ist das nicht ein Indiz für Menschen vielleicht? Dass noch ein paar Menschen hier auf uns warten. Na gut, dann wissen wir schon mal mehr, aber immer noch keine Medizin. Und hierfür braucht man eine Schaufel, da gehe ich jetzt erstmal nicht dran, weil nicht, dass wir dann später keine mehr haben. Ich habe nämlich nur drei mitgenommen. Lass mal das erstmal in Ruhe. Oh! Utensilien eines Doktors. A handsome reward for a task. Ach so, ja, natürlich. Das ist die Medizin. Gut, da haben wir schon mal einmal. Ich glaube, so eine Quest hatte ich schon mal gemacht. Ist schon eine ganz schöne Ecke her. Ja. Da gehen wir erstmal hier oben komplett durch. Oh, erste Falle. Ja, und sie schafft es. Sehr schön, Ingrid. Sehr schön. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Ein schönes Eis, du. Kriegst ein schönes Eis. Und tausch mal aus. So, wird ein Schuh draus. So, ich werf das mal weg. Ja, ich weiß, einige schreien jetzt schon wieder Zeder, Mordio, wieso denn da ist so? Das ist dein Todesurteil. Nein, ist es nicht. Bei Gift und Bluten kann ich ja heilen. So, wir wissen schon, ja, und es hat sich gelohnt, hier lang zu gehen. Schön. Zweite Medizin. Sehr, sehr, sehr cool. Und dann hauen wir auch ja, dieses Unbedeutende wieder weg. Es wird ja dann nicht so wert sein, so viel wert sein. Das ist halt die Frage, ist hier oben jetzt nochmal eine Tasche? Ich glaube es ja eher nicht. Aber man geht natürlich trotzdem lang. Na, Hunger haben sie auch ganz schön, oder? A blazing star is born. Ja, ja. Ah, da haben wir schon eine Truppe. Hund! Oh oh. Das war mir klar, der bringt uns gleich zum Bluten hier. Gut, denk mal erstmal. Erstmal betäuben die Hunde da hinten hier. Ja, die Spinnen, die ekelhaften Mistviecher. Schick der Wanz auf! Ja. Immer schöne Tropfe. So, Pilzschaber tun wir mal schwächen. Wie konnte jetzt der Hund ausweichen, bitteschön? Kann doch nicht sein. Ich hau dir auf Flur auf den Wanz. Ich zieh dich vor. Nein. Fluch. Ja, verfluche ihn. Verflucht seist du. Alter Mistköder, du. Können wir mal schön den Knochen fortwerfen hier, oder wie, oder was?
continue the onslaught. Ja. Destroy them all. Okay, Blutung. Press this advantage. Give them no quarter. Aber hält sich noch in Grenzen. Jetzt können wir die Viecher hier mal. Ah ja, jetzt geht's los. Gift und Blut. Schön. Jetzt sollten wir langsam anfangen teilen. Ja, ich weiß, dass du blutest. Sehr schön. Alles beides geheilt. Heil uns selber mal. Das ist natürlich Quatsch jetzt. Ich wollte erst mal eine auslöschen. Ah, hat nicht ausgereicht. Schade. Ja, und genau die greift er jetzt an. Ah, Mist. Das ist natürlich ärgerlich. Eradicated. Gut, können wir da jetzt eine vielleicht hier blenden oder sowas? Nee. Machen wir sie erst wieder voll. Ah, jetzt müssen wir es aber auch heilen. Blutung ist wieder da. Ah. Gut, sie ist erstmal geheilt. Können wir jetzt nochmal drauf gehen? Na komm, machen wir sie weg. Maintain the offensive. Hat ja keinen Zweck. Hat der Grenze gar keinen Zweck. So, was haben wir denn hier? Vor kurzem hat jemand ein Lager aufgeschlagen. Wertvolle Dinge zurückgelassen. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Das können wir jetzt nicht nehmen. Dann machen wir hier zu. Und gucken wir weiter, ob hier denn doch noch irgendwas sein sollte. So eine Arzttasche. Aber es ist jetzt noch kein Bonusraum. Traps lie in wait. Unstrung and thirsting for blood. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier wirklich dann mehr Geld bekommt, weil man Antiquare mit hat. Das wird sich wohl herausstellen müssen. Oh, na gut, nee, wir haben noch 12 Essen. Aber trotzdem finde ich, haben sie ganz schön viel Hunger. Vielleicht im Wald immer extra viel, ich weiß es nicht. Durch die herrliche, pilzige Waldluft. Da kriegt man Durst und Hunger. Nee, weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Weil wenn ich durch den Wald laufe und die Luft einatme und dann spazieren gehe und blöden Unsinn mache, so wie ich es immer mache, rumhampel und Überschläge und ja, große Schleuderwelle. Ja, kriegt man schon mal Hunger. Oder manchmal gehe ich auch mit dem Hund von meinem Bruder noch eine schöne Runde und ach. Ja, es ist schon eine feine Sache. Ich gehe auch gerne spazieren. Ich entdecke auch gerne immer. Hier ist es. Sehr schön. Da haben wir die Medizin schon mal inne. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt hier noch weitermachen. Natürlich bleibt man noch hier. Und das, was noch geht, das geht noch, weil wir können ja auch noch mal rasten. Sehr schön. Da hätten wir das schon mal geschafft. Glittering gold, trinkets and baubles. Alles andere ist jetzt noch Bonus. Oh nein, Nigen-Skelette. Das sind die Praktikanten vom Nigen. Nigen-Zombies, Praktikanten. So, was haben wir? Ätzende Dämpfe. Ach nee, das geht ja nur auf ein. Aber, ja, weil es sind ja nur drei. Versuchen wir den Hund zu blenden. Dass wir ihn nicht ständig wieder... Nein, funktioniert nicht. Genau deswegen, wegen der blöden Blutung. Ah, ausgewischt. Schade. Das ist schade. Ah, vielleicht hätte ich auch das Skelett schwächen sollen. Oh,
Oh, schön das Ding vor mir schon gehauen. Unglücklich, dass der Maske nicht wegfliegt. Von Tristan. Tristan! Beschützt mich. Hier nochmal Gift. Ja, und Schwächung gleich. Aha, die macht alles beides. Ist ja cool. Nicht tot. Aber beim nächsten Angriff ist er hinüber. Den könnte man dann natürlich heilen. Back to the pit. Einer weniger. Sind alle beide, glaube ich, jetzt hinüber. Wenn ich nicht täusche. Ja, ich glaube schon. Great is the weapon that cuts on its own. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Okay, machen wir uns mal einen kleinen Buff rein. Stress geht auch runter. Slowly, gently. This is how a life is taken. Na gut, die 50 lasse ich mal hier, das lasse ich mal über mich ergehen. Und wir gehen weiter und könnten da mal rasten, damit wir das Feuerholz noch loswerden. Machen wir auch gleich. A spark without kindling. So, alle fast voll. Sehr schön. Was kann denn die Antiquarin? Minus 50 Stressschaden, 4 Kämpfe lang. Erschaffe ein zufälliges Accessoire. Das ist eigentlich cool. Erschaffe einen zufälligen Vorratsgegenstand. Okay, haben wir hier was wegen nächtlichen Hinterhalten? Muss ich mal kurz schauen. Stress um 15, dunkles Ritual. Nein! Haben wir da wirklich nichts? Das ist natürlich Schlacht, Schlacht. Wollen wir das mal probieren, das zufällige Accessoire? Das mache ich jetzt mal. Ich habe ein Gespür dafür entwickelt, nützliche Relikte zu entdecken. Cool. Das ist eine coole Sache, oder? Finde ich schon, auf jeden Fall. So, das hätten wir jetzt hier anlegen können. Ach, das ist das, was die Master Tristan dran hat. Gewöhnlich, plus 20% Widerstand gegen Bluten, minus 2 Ausweichen. Naja, verkehrt ist es auf jeden Fall nicht. So, wie sieht es denn aus? Zeit kostet nur selbst Stress wird um 20 gelindert. Oh ja. Dann buffen wir uns nochmal so richtig. Minus 50 Stressschaden. Ah, das macht aber nicht die Blutung weg, oder? Blutung des Ziels wird entfernt. Doch. Ah, das mal noch. Schön. Diese Nadel ist für mich. Endlich. Stärkende Worte, ja, dann machen wir das nochmal, dass der Stress noch ein bisschen runter geht. Kann man mit ihr auch nochmal machen. So, sieht doch ganz gut aus. Unsere Ziele liegen klar und deutlich vor uns, während sie in der Dunkelheit umherstolpern. Ich hoffe mal, es greift uns keiner an. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich kann meinen kräftigen Herzschlag spüren. Wir sind die Flamme! In Radiance may we find victory. Ja. Sie haben uns nicht angegriffen. Das ist allerliebst. Weil, ich meine, es ist jetzt eh alles nur noch Bonus. Bonus! Hat da jemand einen Bonus? Möchte jemand einen Bonus? Ach so. Ja, stimmt. Da kommen die Wappen weg hier. Oder komm, Büsten. Ne, Büsten sind seltener. Die brauchen wir eh nicht, haben wir ja von Anfang an gesagt. Ah, das sind also unsere zeltaufschlagenden, plündernden Menschen, die ich vorhin erwähnt habe. Irgendwo trifft man die meistens hier. So, Musketen-Johnny wird vergiftet. Ja, einer ist weg. Ja!
Sommer vor dem Herbst! Ausgewichen. Sehr schön, hat doch geklappt. So, das soll doch eigentlich jetzt auch hinüber. Na, der wäre jetzt eh dran gewesen. So, gut sieht's aus. Weg mit dir. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Aber wir haben wirklich sehr viel Sachen gefunden. Liegt das an der Antiquarin? Bestimmt. Also ich kann es jetzt nicht ganz so einschätzen. Ihr könnt mir auch was in die Kommentare schreiben, wenn ihr was wisst. Aber irgendwie wirkt so. Es sind schon noch ein paar Kämpfe. Aber wie gesagt, wenn wir kurz davor sind, vor der Hunde zu gehen, dann werden wir eben gehen. Ah, nicht geblendet, aber blenden schaffe ich irgendwie gar nichts. In der letzten Zeit, nee, nicht wirklich. Ja! Oh, das geht hier einwandfrei. Obwohl wir zwei Stufe 1 dabei haben. Ich meine, klar ist das ein Lehrling-Dungeon. Dem bin ich mir bewusst, aber... Weiß ich nicht, man hat manchmal so Parts. Hat man einfach Glück. Oh, aber die sind für uns gefährlich. Die sind gefährlich, Leute. Und das sage ich nicht nur einfach so. Die sind es wirklich. Ich glaub mir. Another one falls. Ja. Die sind's wirklich. Ich hatte schon Parts da, die mich vergiftet und dann sah es ganz schlecht aus. Aber wir sind gerüstet, glaube ich. Wir sind gerüstet. Immer schön schwächen, wenn wir nicht heilen müssen. Ah, schade. Ingrid macht das schon. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ja, wir können noch zweimal essen. Ja, das braucht hier keiner. Dann lassen wir das mal. Im Zelt ist nichts zu finden. Das war vielleicht das Zelt von den Menschen. So, es sind nur noch zwei Räume. Vielleicht schaffen wir auch alles. Es sind nur noch der eine riesig große Kampf. Außer es kommt jetzt noch... Au, Mist, Quatsch. Außer es kommt jetzt noch ein zufälliger. Das weiß ich ja jetzt nicht. Es sieht doch gut aus, die einwandfrei. So, Fackel nehmen wir mit. Alles klar. Packs laden with loot are often low on supplies. Ah ja, ah ja, der Verfluchte, der härteste Kampf wahrscheinlich. Wahrscheinlich der härteste Kampf. Das ist möglich. Apokalyptische Predigt. So, oh, ein Kunde. Ich mag den überhaupt nicht. Ja, so gar nicht. Ja, das ist schon gut, dass die Petrition da nicht mehr hinhaut. So, das giftig runter. Also müssen wir die noch einmal vergiften, dann... Ja, das ist praktisch vielleicht schon das Ende. So, die ganze Truppe mal schön schwächen hier. Ja, man macht das auch manchmal zu wenig, bin ich der Meinung. Man denkt immer, ah, Damage, Damage, Damage. Was bei manchen Gegnern ja auch echt gut ist, einfach nur Schaden rauszuhauen. Aber Schwächen kann ja gar nicht so verkehrt sein eigentlich. Geht ja gar nicht. Es geht doch nicht. Es gibt's doch nicht. So, ich tue mal drauf drücken und auf.
Freilich. Drücke doch mal drauf. Ja, ja, sinnlos Telefon. Ah, wunderschön. Wer es nicht kennt, einfach mal sinnlos Telefon googeln oder bei YouTube natürlich eingeben. Das ist eine wahre Wonne. Und das geht über und über. So, ziehen wir uns jetzt einen vor hier. Ne, das war Quatsch. Schwächt mal noch hier den Zug. Gut, das war der andere, wo wir nach ganz hinten gekommen sind. Das ist ja gar nicht verkehrt. Die Zauberin müsste auch gleich weg sein. Dann haben wir noch den Pilzschauer vor uns. Ja. Die hat es erledigt. Ja, selbst so ein einer Schaden kann zum Glück, kann zum Schluss dein Vorteil sein. Well struck. Oh, schön. Ausgezeichnet. Homer Simpson, Sir, Sektor 7G. Ja, sehr schön. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Die konnten wir noch mitnehmen. Ah, Schlüssel haben wir auch noch. Ne, jetzt finden wir die Schaufel. Die lang ersehnte Schaufel. Gut, dann müssen wir noch mal kurz zurückgehen. Ah, hier können wir schon eine Schaufel gebrauchen, Leute. Das ist gut. Finding the stuff is only the first test. Ah, now it must be carried home. Ja, und entschärft. Du musst den Glaswolle geben, das macht ihn richtig scharf. Nee. Wo war das denn? Ich hatte doch hier irgendwas entdeckt. Wie fucking haben wir denn noch? Eine. Wo war das denn? Das war doch... Ah, Zufallskampf, Leute. Ja, da kommt er und Kampf. Ja, das erste Mal überrascht. Sehr schön. Das ist doch gut. Ground quakes. Oh, schön Crit. Erloser Köder, sagt sie. So, wir gehen natürlich mal noch voll auf Gift hier. Ja, hier vorne wird geschwächt. Ja, und er ist weg. Läuft. Abscheulicher Stoß. Nein. Ah, Tristan lässt sich nach hinten drücken. Opfer für die alten Götter. Ah, jetzt steht unsere gute Leila. Pass auf, ganz vorne. Hm. Aber die kann ja, glaube ich, von jeder Position ja alles machen. Was uns hier in die Karten spielt. Was uns auch in die Karten spielt, dass hier jeder kämpfen kann. Werde zu Staub! Okay. Na gut, sie sind beim nächsten Mal weg. Schön. Eine 12 hoch hier halt. Ja, wir haben zwar eine Blutung, aber ansonsten. Sieht das ganz gut aus hier. Weg mit dir. Seize this momentum. Push on to the task's end. Schöne Witter und eine Schaufel. Na, gegen was tausche ich die jetzt aus? Komm gegen die Büsten hier. Ich habe schon so viele davon gefunden.
Na egal. Das ist ein Verlust von bestimmt 1000 ungefähr. Ein Verlustgeschäft, liebe Leute. So, die letzte Fackel ist an. Ich brauche eine Bandage. Nee, brauchst du nicht mehr jetzt. Zwar kein Secret-Raum irgendwie, aber ansonsten hat es ja echt gut gefunden. Das könnt ihr jetzt einmal, können sie auch noch essen. Siehste, ich weiß nicht, wo das war. Wo war denn dieses? War das links oben oder war das rechts, das kleine Stückchen? Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Wo auch nochmal so ein Kreuz stand, wo man die Schaufel benutzen konnten. Ah, ich glaube, es war da oben das, oder? Aber wir gucken mal. Nee, hier ist es. Sehr gut. An die anderen Sachen wollte ich eh nicht rangehen. Und daher alles gut, alles easy. Ja. Na komm, maximale Ausbeute. Und ab, zurück ins Dorf. These tonics and herbs will stave off infection and neutralize contagion. Oh, guck doch mal, von kleinen mittleren Dungeon war schnell über 10.000. Das ist mehr als gut, würde ich sagen. Oh, und Raphael ist schon Stufe 3. Wahnsinn. Na gut, der war. Ja, stimmt, der war schon über der Hälfte drüber von der Stufe 2. So wie jetzt der Ingrid ungefähr. So, was haben wir denn? Ingrid ratlos, Kleptomane, nein. Gegenstände stehen. Und sie ist ein Scheusalzhasser. Ja, das ist okay, macht sie mehr Damage. Hafei hat schlechte Laune. Was? Minus 20 Life Points wegen schlechter Laune. Wahnsinn. Nachtblindheit, minus 10 Schaden bei Licht unter 26. Gut, das passiert bei uns nicht. Und Laila passt auf, ist Scheusalzhasser geworden. Und Mr. Tristan ist tödlich geworden, plus ein Crit. Gut, ab zurück ins Dorf. The preponderance of rare and exotic injuries makes this place perfect for the study of suffering. Herr, ihr hört, Versammlung der Flächer. Unter den Gästen befinden sich Experten für körperliche und geistige Einstellung und sogar einige forensische Spezialisten. Aha. Behandlungsräume sind kostenlos, Krankenabteilung ist ebenfalls kostenlos. Schön. Woche 76, Ernst Eisenhardt ist süchtig nach Würfelspielen. Neuer Dick, Spieler. Ernst Eisenhardt hat im Glücksspiel gefrönt und den Stress um 86% verringert und ist nicht mehr unvernünftig. Taverne, Bernd Brachial hat die Taverne unsicher gemacht und den Stress um 70% verringert. Isolde Baden sieht nach einer lang durchzechten Nacht Doppelbilder. Was? Doppelbilder? Ja, sehe ich auch manchmal, wenn ich beim Wrestling oder sonst wo zu viel trinke, dann versinke ich immer viel tiefer in die Couch und dann sehe ich, ja, wenn da nur zwei Kämpfer sind, auf einmal eine Battle Royale, gell, ihr wisst. Oder beim Fußball statt 11 Mann dann 22, statt 22 Mann 44. Ja, aber genug damit. Leute, wir haben das ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Und ja, Krankenabteilung, da können wir doch dann gleich mal reingucken. So, was sitzt denn in der Kutsche? Nichts Interessantes, seht ihr selber. Eine Barbarin, ja, aber Stufe 0, nee. Naja. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr mir zugesehen habt bei Darkest Dungeon Part 63. Und es geht bald weiter und ich hoffe. Ne, Part 64, oder? Ach, ich bin ja nur ein Affenkönig dämlich. Macht's gut, liebe Freunde, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis später, macht's gut.